Und ich möchte natürlich anfangen und ein bisschen was zu dem 12-Punkte-Papier zur angeblichen Beschleunigung der Wirtschaftswende der FDP sagen. Ja, also das Beste, was man über dieses Papier sagen kann, ist, dass es vielleicht zwar nicht die Wirtschaftstätigkeit beschleunigt, aber das Ende der Ampel. Und das wäre doch das Beste, was die FDP für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes beitragen könnte. Nämlich diese unsägliche Regierung, die Deutschland zum Schlusslicht unter den Industrienationen gemacht hat, die dazu beigetragen hat, dass bei uns die abwandern, dass die Investitionen auf Niedrigstand sind, dass sich schon inzwischen sehr, sehr viele Menschen, gerade in der Industrie Beschäftigte, Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen müssen, dass diese Regierung möglichst bald ein Ende hat. Das könnte durch dieses Papier beschleunigt werden. Allerdings weiß man nicht. Alle kleben am Sessel, alle kleben am Mandat. Man kann Herrn Lindner nicht oft genug an seinen legendären Spruch erinnern, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Inzwischen ist das leider zum Umkehrschluss geworden. Er regiert jetzt schon lange schlecht. Also hoffen wir mal, dass nachdem, wie das so schön zusammengefasst wurde, die Scheidungsurkunde eingereicht wurde, jetzt nicht noch ein Trennungsjahr eingehalten wird, denn das kann sich unser Land wirklich nicht leisten. Inhaltlich kann man zu dem Papier nur sagen, ja, das stehen auch ein paar Punkte drin, die tatsächlich nicht falsch sind. Ein großes Thema, zumindest in den Sonntagsreden der FDP, ist ja der Bürokratieabbau. Wir haben vor einiger Zeit mal beim Statistischen Bundesamt nachgefragt, wie es denn so um den Bürokratieabbau in unserem Land steht. Und die Zahlen, die wir da bekommen haben, waren sehr, sehr einprägsam. Es hat noch nie so viel Bürokratie und so viel bürokratische Kosten für die Unternehmen und überhaupt für die Volkswirtschaft in Deutschland gegeben, wie aktuell. Während die Kosten, die durch Bürokratie verursacht werden, im Jahr 2018 immerhin noch bei 50 Milliarden lagen, waren es Anfang 2024 66,5 Milliarden. Also das zum Bürokratieabbau der FDP-beteiligten Ampelregierung. Also hier ist tatsächlich viel zu tun, aber man kann nicht davon ausgehen, dass diese Gurkentruppe, die uns da regiert, das irgendwie auf die Reihe bekommen. Ansonsten hat die FDP mit diesem Papier sich auch mal wieder oder ihrem Ruf als Klientelpartei der Kaltherzigen mit besonders großem Geldbeutel diesen Ruf alle Ehre gemacht. Man muss ja wirklich sagen, also wer davon ausgeht, dass jetzt das Wohl der deutschen Volkswirtschaft davon abhängt, dass Menschen, die mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienen, steuerlich entlastet werden, das sind ja diejenigen, die jetzt noch voll den Soli zahlen, wer das glaubt, der hat irgendwie nicht verstanden, woran es zurzeit hakt und was die Sorgen sehr, sehr vieler Menschen sind, die ja nun über 99% nicht 100.000 Euro im Jahr nach Hause tragen. Im Übrigen hat das Finanzministerium ja selbst letztens Zahlen veröffentlicht, nach denen die Einkommenssteuerbelastung in den letzten Jahren tatsächlich gesunken ist, gerade auch für Spitzenverdiener. Im Grunde für alle Verdiener, das merken die Menschen nur deshalb nicht, weil gleichzeitig die Abgaben und vor allem die indirekten Steuern, die Verbrauchssteuern massiv erhöht wurden, ja auch gerade zu Anfang dieses Jahres wieder mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Gas, auf Fernwärme, auf gerade auch Gastronomiebetriebe und Gastronomieleistungen, auch viele andere Abgaben, der CO2-Preis ist erhöht worden. Also die steuerliche Belastung der Bürgerinnen und Bürger, die ist gestiegen. Die Einkommenssteuer allerdings, da ist tatsächlich hat sich etwas vermindert und das privilegiert natürlich vor allem die viel Einkommenssteuer zahlen müssten, nämlich die, die eigentlich mit am meisten verdienen. Ja, hier hat Wagenknecht völlig recht und um hier nochmal den ökonomischen Grund anzuführen, warum Senkung der Einkommenssteuer für hohe Einkommen, warum die Wirtschaft nicht anschieben. Ganz einfach, Leute mit hohem Einkommen, die haben eine entsprechend geringe Konsumquote, beziehungsweise die haben eine besonders niedrige marginale Konsumquote. Wenn man denen jetzt mehr Geld gibt, durch Steuersenkung beispielsweise, dann konsumieren sie dieses Geld nicht, sondern sie legen es auf die hohe Kante, um davon später irgendwas zu kaufen oder um es an ihre Kinder zu vererben. Wenn man hingegen die Steuern für niedrige Einkommen senkt, also beispielsweise die Konsumsteuern, die CO2-Steuer zum Beispiel, oder die Steuern auf Diesel und Benzin, wie es das BSW ja auch fordert, dann haben die Leute direkt mehr Geld in der Tasche, was sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch verkonsumieren werden. Wenn jemand, der nur Mindestlohn bekommt, wenn der niedrigere Steuern zahlen muss, dann wird er das, was er mehr in der Tasche hat, auch sofort
beispielsweise im Supermarkt ausgeben oder im Restaurant, eben weil er nicht so viel Geld hat. Jemand, der viel Geld hat, der gibt das nicht so schnell aus, sondern der spart ja eh schon einen höheren Anteil seines Einkommens, und wenn er mehr Geld bekommt, dann wird er das wahrscheinlich auch größtenteils sparen. Und Geld, was nicht ausgegeben wird, nun, das schiebt den Wirtschaftskreislauf nicht an. Die wirtschaftliche Produktion ist so hoch wie die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Und wenn nicht mehr nachgefragt wird, dann wird auch nicht mehr produziert. Das heißt, dem Wachstum würde man durch Steuersenkungen bei kleinen und mittleren Einkommen am meisten helfen. Und ja, dem Soli, den zahlen kleine und mittlere Einkommen nicht mehr. Deswegen würde das denen so gut wie gar nicht helfen. Also man müsste beispielsweise die CO2-Steuer, die Mehrwertsteuer, die Steuern auf Diesel und Benzin oder andere Konsumsteuern, also es gibt ja zig Bagatellsteuern, Schaumweinsteuer, Kaffeesteuer, also die könnte man komplett abschaffen oder stark senken, und damit würde man die Wirtschaft tatsächlich anschieben. Also mit einer Abschaffung des Soli würde man letztlich gar nichts groß verändern. Aber die FDP fordert natürlich die Abschaffung des Soli, da sie halt Politik für hohe Einkommen machen will.